Hallo zusammen, ich zeige euch heute, wie ihr die Bilderrückwärtssuche nutzen könnt. Dafür auf Google Bilder gehen, dann auf die Bildersuche, dieses kleine Kamerasymbol. Und jetzt habt ihr zwei Möglichkeiten. Fangen wir mal mit der ersten an. Also zuerst habt ihr zum Beispiel ein Bild, was ihr auf einer Webseite gefunden habt und ihr wollt jetzt wissen, gibt es dieses Bild vielleicht noch irgendwo anders, woher kommt dieses Bild vielleicht ursprünglich. Dazu öffnet ihr das Bild in einem neuen Tab, so habt ihr nur noch das Bild ohne irgendwelchen Text oder irgendwas anderes dabei und kopiert euch erstmal den Link. Den fügt ihr hier wieder ein und sucht danach. Das dauert jetzt kurz. Also hier ist unser Bild und hier sehen wir optisch ähnliche Bilder und zum Beispiel auch, wo dieses Bild sonst noch zu finden ist. Also zum Beispiel bei uns auf Handysektor. Eine zweite Möglichkeit wäre, dass ihr ein Bild auf eurem Rechner schon gespeichert habt. Ich habe hier zum Beispiel ein Bild, das lade ich jetzt mal hoch. Das heißt, ich suche nach der Datei. Hier ist meine Datei und die lade ich jetzt hoch. Und dann seht ihr hier, dass das Bild, was ich hatte, ein Post aus Facebook mit einem Hund, der irgendwie ganz schlimm aussieht, der angeblich irgendeine Verletzung am Kopf haben soll. Und ich will wissen, was dahinter steckt, ob das stimmt und ob der wirklich vielleicht Geld bekommt, wenn ich das irgendwie weiterteile. Und dann sehe ich, was es hier für Ergebnisse gibt. Das Internet betet für einen Hund mit Schinken am Kopf. Ah, okay. Also der hat wohl nur einen Schinken auf dem Kopf und kein verbranntes Gesicht, keine schlimme Verletzung. Eine Falschmeldung ist das Ganze, da haben also andere schon drüber berichtet und damit kann ich ziemlich schnell erkennen, dass das totaler Quatsch ist und kann der Person, die es gepostet hat, auch sagen, hey, das ist totaler Quatsch, das musst du gar nicht weiterteilen, das ist eine Falschmeldung. Jetzt wollt ihr bestimmt wissen, wie kann ich das am Smartphone machen? Das ist ein bisschen komplizierter, aber ich erkläre euch mal, wie das auch da geht. Einfach geht es, wenn ihr den Google Chrome Browser benutzt. Den kann man einfach im App Store oder Play Store runterladen. Und dann könnt ihr, wenn ihr im Browser auf einer Webseite seid, ein Bild lange anklicken und auf in Google nach dem Bild suchen klicken. Dann ist genau das gleiche wie vorher auch. Das Bild wird in Google gesucht und ihr seht die Ergebnisse, auf welcher Seite dieses Bild noch zu finden ist oder optisch ähnliche Bilder. Wenn ihr jetzt allerdings, so wie ich hier, ein Bild im WhatsApp-Chat geschickt bekommen habt, ist das Ganze ein bisschen komplizierter. Eine Möglichkeit ist da, auf die Webseite zu gehen mit dem folgenden Link ctrlq.org/google/images. Ihr seht jetzt auf Englisch Search by Image, dann könnt ihr auf Upload klicken und da ein Bild hochladen, was ihr zum Beispiel, so wie ich jetzt hier, in der Galerie gespeichert habt. Und es wird hochgeladen. Please wait, also müssen wir kurz warten. Image uploaded. So. Jetzt ist es noch nicht fertig, jetzt muss ich erst noch ein Stück runterscrollen und auf Show Matches klicken. Und dann werden mir wieder die Ergebnisse von der Google Bildersuche angezeigt. Dieses Bild hat offensichtlich auch einen Titel und ich sehe, wie dieses Bild aussieht, was es noch für ähnliche Bilder gibt und auf welchen Webseiten das Bild zu finden ist. Eine dritte Möglichkeit gibt es noch, man kann nämlich auch eine App installieren. Zum Beispiel habe ich jetzt hier mal Reverse Image Search rausgesucht. Damit kann man auch nach Bildern suchen. Und das ist vor allem deshalb praktisch, weil ich hier, egal wo das Bild ist, ob ich das gespeichert habe, ob ich das irgendwo sehe in irgendeiner App, eben mit dieser App nach dem Bild suchen kann. Aber dafür muss ich mir eben auch die App selber installieren.